Die großen Stars der Leichtathletik sind heuer wieder in St. Pölten zu Gast. Am 8. Juni zeigen Weltmeister, Olympiasieger und die heimische Elite beim Lise Prokop Memorial, was sie können. So wie einst Beate Taylor. Als Hürdensprinterin, damals als Beate Schrott bekannt, hat sie St. Pöltenerin ihr Heimmeeting gewonnen. Heuer kehrt sie als Veranstalterin zurück. Als Athletin hat sich Beate Taylor vor 2 Jahren emotional von ihrem Heimmeeting verabschiedet. Jetzt rettet sie es vor dem Aus. Nach dem Rückzug von Veranstalter Gottfried Lammerhuber ist sie die neue starke Frau beim Lise Prokop Memorial. Ich bin wirklich mit dem Wettkampf groß geworden. Der war aus meinem Wettkampfkalender nicht wegzudenken. Und ich bin wirklich der Meinung, dass meine Karriere nicht denselben Verlauf genommen hätte, wenn es diesen Wettkampf nicht gegeben hätte. Und es war einfach klar, also wie ich letztes Jahr gehört habe, es gibt noch keinen Nachfolger, war es einfach klar, okay, da muss sich wer finden. Und wenn sich sonst niemand findet, dann mache es ich. Ich bin wirklich begeistert, wie sie das macht, wie das neue Team das macht. War jetzt bei der Pressekonferenz durchaus auch ein bisschen emotional, weil ich einfach wirklich sehr, sehr dankbar bin. Ich war früher schon ein Fan von der Beate und dann bin ich auch schon Staffel mit ihr gelaufen und dass sie jetzt eben der Meeting-Direktor ist, das ist sehr cool. Zum 15. Mal ist die Leichtathletik-Elite heuer in St. Pölten zu Gast. Die Fans dürfen sich auf Weltklasse-Leistungen freuen, so wie sie Namensgeberin Lise Prokop einst erbracht hat. Es sind auch genau diese Ausnahmeathleten, wie es Lise Prokop war, die auch für die kommenden Generationen dieser entsprechende Anreiz sind, auch hier sich zu beteiligen, den Sport für sich zu gewinnen und in dem Fall auch die Leichtathletik kennen und dann auch lieben zu lernen. Am 8. Juni heißt es im Sportzentrum Niederösterreich wieder schneller, höher, weiter. Für Beate Taylor allerdings nicht mehr auf dem Podest, sondern daneben.